Willkommen zum DSpace-Praxistreffen 2022. Der nächste Vortrag kommt von Peter Weiland, Lea Gerhards und Christiane Bayer vom Leibniz-Institut für Psychologie ZPIT. Dort wird das disziplinspezifische Repositorium Psych Archives auf Basis von DSpace betrieben. In der Psychologie gibt es besondere Anforderungen für Zugangsklassen, Zugriffe auf Dateien letztlich, auf Informationen. Und darüber wird in diesem Vortrag berichtet. Peter, Lea, Christiane, vielen Dank, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Auf geht's. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke Pascal für die kurze Einführung. Und danke natürlich auch für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt einen kurzen Einblick geben können in unsere Arbeit. Und zwar haben wir erstmal einen kurzen Überblick mitgebracht. Genau. Also ich werde Ihnen jetzt erstmal kurz den theoretischen Hintergrund quasi erläutern. Was ist überhaupt Psych Archives und was hat es mit diesem Zugangsklassenkonzept auf sich? Warum haben wir das gemacht? Möchtest du deine Kamera noch aktivieren oder nicht? Beides ist in Ordnung. Ich wollte sie eigentlich gerne auslassen für die Aufnahme. Alles klar. Genau, dann soll aber der Fokus natürlich auf der technischen Implementierung in DSpace liegen, denn das ist ja, was unser Publikum hier interessiert. Und am Schluss haben wir noch einen kleinen Ausblick mitgebracht, was wir in den kommenden Monaten dann noch so vorhaben mit DSpace und über DSpace hinaus. Ja, Psych Archives in a nutshell. Peter, gehst du eins weiter? Psych Archives ist ein internationales disziplinäres Repositorium für die Psychologie und angrenzende Fachbereiche. Es existiert seit 2018 und wird eben betrieben vom Leibniz-Institut für Psychologie oder kurz ZPIT. Und das ZPIT ist die zentrale Infrastruktureinrichtung für die Psychologie in deutschsprachigen Ländern. Als technische Basis nutzen wir aktuell DSpace 6. Geplant ist ein baldiges Upgrade auf DSpace 7. Psych Archives hält 20 verschiedene Arten von digitalen Forschungsobjekten vor, die dort eben langfristig archiviert werden. Wir vergeben Persistent Identifiers für die Items, also DOIs. Zusammenhängende Objekte können auch verknüpft werden und werden eben bei uns kostenfrei zugänglich gemacht. Und da haben wir zum Beispiel Artikel dabei, Bücher, Buchkapitel, aber auch Forschungsdaten, Analysecode, Referenzbeiträge, Tests und so weiter. Alles Forschungsinhalte, die für die Psychologie eine Rolle spielen. Und weil wir eben alle diese relevanten Forschungsinhalte integrieren, verstehen wir uns als zentrale Plattform für vor allem Forschende, aber auch Studierende, die psychologische Berufspraxis und auch die an psychologischen Themen interessierte Öffentlichkeit. Ja, zum Zugangsklassenkonzept. In unserem Vortrag heute möchten wir eben ein ganz zentrales und wichtiges Feature von Psych Archives vorstellen, das wir im letzten Jahr entwickelt und implementiert haben. Psych Archives bietet nämlich verschiedene Zugangsklassen an, oder auf Englisch nennen wir das auch Sharing Levels. Und diese Zugangsklassen regeln den Zugriff und die Lizenzierung von Inhalten. Mit unserem Zugangsklassenkonzept begegnen wir dem Umstand, dass es in der psychologischen Forschung Inhalte gibt, die nicht im Open Access bereitgestellt werden können. Und das ist insbesondere oft der Fall bei Forschungsdaten, die bedürfen unter Umständen eines besonderen Schutzes und können dann manchmal zum Beispiel nur zu wissenschaftlichen Zwecken freigegeben werden. Denn in der Psychologie wird stark mit personenbezogenen Daten gearbeitet. Und ja, um das mal so runterzubrechen, muss man da bestimmte Dinge beachten, wenn man als Psychologe oder Psychologin seine Forschungsdaten in so einem Repositorium zur Verfügung stellen möchte. Mit dem Konzept setzen wir auch die Empfehlungen zum Management und Bereitstellung von Forschungsdaten in der Psychologie um, die von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, der DGPS, formuliert wurden. Ja, und Sie sehen jetzt hier die ganze Zeit schon eingeblendet diese Tabelle über die einzelnen Zugangsklassen, die es bei uns gibt.
kann jetzt aus Zeitgründen da nicht auf die Einzelnen eingehen, aber um das mal zu versuchen zusammenzufassen, ZeigArk heißt vereint offene und restriktivere Zugangsklassen. Und restriktiver heißt zum Beispiel, und das haben wir schon implementiert, dass bestimmte Inhalte, nämlich die der Zugangsklasse 1, ausschließlich für den Scientific Use, also für wissenschaftliche Zwecke, genutzt werden dürfen. Ein Teil des Konzepts ist auch, das ist die nächste Folie, dass Zugangsklassen innerhalb eines Items variieren können. Das heißt, CyberArchive ermöglicht eine flexible und granulare Vergabe von Zugangsklassen auf der Ebene einzelner Bitstreams. Und da sehen Sie jetzt hier ein ganz gängiges Beispiel aus der Praxis, wo jemand in einem Item eben Forschungsdaten und das dazugehörige Codebook zur Verfügung stellt. Und die Forschungsdaten kann man dann eben durch diese granulare Vergabe von Zugangsklassen also für den Scientific Use limitieren und das Codebook wiederum frei lizenzieren und eben auch frei unmittelbar verfügbar machen, denn das ist ja unproblematisch. Ja, ich gebe ab an Peter. Gut, ja, das war jetzt so der theoretische Hintergrund und die Anforderungen, die an uns gestellt worden sind. Und dann steht man natürlich vor dem Problem, wie kann man das jetzt tatsächlich umsetzen, auch in einem System wie DSpace. Glücklicherweise ist DSpace da sehr flexibel. Und wir haben uns irgendwie daran erinnert, dass wir die Möglichkeit haben, bei DSpace auf tatsächlich auf Bitstream-Ebene, auf Metadaten zu vergehen. Man sieht das hier. Das ist jetzt alles in DSpace, also eine DSpace Object-ID, egal ob es ein Item ist, ein Bitstream, und daran können auch Metadatenfelder hängen. Und genau diesen Mechanismus nutzen wir dann für die Vergabe von Lizenzen auf Bitstream-Ebene, was ja sonst nur auf Item-Ebene geht. Das kann man dann auch in der Oberfläche tatsächlich bearbeiten, wobei das ist eine Erweiterung, die der Pascal ganz zu Anfang für uns entwickelt hat. Das ist kein Standard DSpaceX. Und das Ganze zeigt sich dann natürlich auch entsprechend in der Oberfläche auf dem Bitstream und nicht nur auf dem Item. Ja, das ist die eine Geschichte. Wie kann man die Lizenzierung halt nach DSpace bringen, auf Bitstream-Ebene? Die andere Geschichte ist dann, wie können wir das mit diesen Zugriffsbeschränkungen realisieren? Und auch da bietet DSpace schon eine Lösung für, und das sind diese Resource Policies. Die meisten von Ihnen werden auf jeden Fall Anonymous kennen und auch Anonymous mit dem Start- und Enddatum, um Embargos zu setzen. Aber man kann natürlich beliebige andere Gruppen auch setzen, die dann an bestimmte Nutzergruppen gekoppelt sind. Und diese Access Categories, die wir da haben, die spiegeln sich dann tatsächlich wieder in diesem Sharing Level, die Lea eben beschrieben hat. Also momentan haben wir 0, 0 plus und 1 tatsächlich implementiert und die werden dann auch entsprechend auch in der Oberfläche angezeigt und können dann auch entsprechend abgerufen werden. Ja, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich irgendwie ein Mechanismus, der das Ganze abfragt, der das Ganze authentifiziert. Wir benutzen dafür tatsächlich nicht die eingebaute Nutzerverwaltung von DSpace und auch nicht die eingebaute Submission und auch nicht das eingebaute Ausliefern von Dateien, was DSpace macht, sondern wir haben da was drumherum gebaut. Ganz zentral für uns ist in dem Fall die REST-API von DSpaceX. Und an diese REST-API haben wir zum einen den Parser gekoppelt, das ist der PsychArchive Submission Assistant für das Hochladen von oder überhaupt Einstellen von Einreichungen. Und genauso auf der anderen Seite, das Gegenstück, ist dann der Parser, der PsychArchive Delivery Assistant, der die Berechtigung überprüft für das Abrufen von solchen Daten. Der Parser ermöglicht es uns, der ist gekoppelt an Keycloak, das ist so ein
Single Sign-On-System, wo man sich auch entweder mit einer Z-Bit-ID oder einer ORCID authentifizieren kann. Und der ermöglicht es dann einer Datengeberin tatsächlich in unser DSpace-System Einreichungen hochzuladen, diese Einreichung auch mit den entsprechenden Metadaten auf Bitstream-Ebene zu versehen und auch den entsprechenden Zugangsklassen auf Bitstream-Ebene zu versehen. Wenn das dann tatsächlich in unserem DSpace-System drin ist und jemand möchte das dann abrufen, dann zeigt die Oberfläche nicht direkt auf den DSpace Asset Store, sondern erstmal auf unseren Parser, auf den Delivery Assistenten. Und dieser Delivery Assistent entscheidet dann, was zu tun ist. Bei einer Zugangsklasse 0 ist das ganz einfach. Dann wird direkt der entsprechende Bitstream heruntergeladen. Bei den höheren Zugriffsklassen, wie zum Beispiel Scientific Use, ist dann unter Umständen noch eine Registrierung erforderlich und die Angabe des Intended Use. Und das funktioniert dann eigentlich genau bei der Einreichung. Nutzerin muss sich über den Single Sign-On Store authentifizieren und kommt dann in das System rein und kommt dann die Daten rein. Dieser Teil hier mit dem Zeig-Archives-Frontend und dieser Geschichte, das wollte ich jetzt hier im Vortrag gar nicht so in den Vordergrund stellen. Wir haben nämlich Ende letzten Jahres auch die Oberfläche ausgebaut. Also wir benutzen eigentlich tatsächlich nur das DSpace Backend. Mit der REST-API und das, was die Nutzer sehen, ist eigentlich mittlerweile eine völlige Eigenentwicklung. Ist eigentlich der DSpace 7-Ansatz. Also das, daher sind wir da eigentlich schon recht weit vorn. Wir möchten aber natürlich irgendwann unser DSpace 6 Backend auch durch das DSpace 7 Backend dann entsprechend austauschen. Wenn wir das zusammenfassen, was dieser Parser und der Parser macht, das sind beides PHP-Symfony-Anwendungen. Der Hintergrund ist, dass wir denken, wir sind damit flexibler und wir haben auch ziemlich viel PHP-Know-how bei uns im Institut und sind da relativ schnell, was die Umsetzung angeht. Beide Systeme nutzen das Keycloak-System zur Authentifizierung. Der Submission-Assistent ermöglicht die Wahl der Zugangsklasse, die Lizenzierung und Embargo-Setzen auf Bitstream-Ebene und kommuniziert mit dem DSpace Backend über die REST-API. Analog dazu der Delivery-Assistent, das ist auch eine Symfony-Anwendung, ermöglicht auch bei höheren Zugangsklassen tatsächlich, dass man an die Objekte drankommt, indem man sich authentifiziert und seinen Zweck angibt. Kommuniziert auch über die DSpace REST API. Und das ist noch auch ein schöner Nebeneffekt dieser ganzen Geschichte. Da alle Downloads über den Parser gehen, sind alle Zugriffe datenschutzkonform. Das dauert eigentlich nur die IP unseres Frontends da jeweils auf, nicht die einzelnen IPs der Nutzer, die irgendwas heruntergeladen haben. Aber das ist tatsächlich eher ein Nebeneffekt, aber den wir natürlich auch gerne mitnehmen. Ja, dann noch vielleicht noch ein paar Worte zu dem Zerkakis Frontend. Wie gesagt, das wurde Ende des Jahres eingeführt und hat unser DSpace JSPUI Frontend abgelöst. Das ist auch eine PHP Symfony-Anwendung. Und benutzt schon eine selbstentwickelte API, die direkt an das Solr und das PostgreSQL geht, die weitgehend DSpace 7 kompatibel ist. Also unsere Hoffnung ist, dass wir da relativ schnell sind, wenn wir dann tatsächlich auf DSpace 7 upgraden, wobei der Teufel steckt dann natürlich auch in meinem Detail. Ja, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende, dem, was ich sagen möchte. Den Ausblick wird jetzt Lea noch machen. Genau. Wie eingangs erwähnt, planen wir jetzt in den nächsten Monaten das Upgrade auf DSpace 7. Das ist jetzt wohl so weit, dass wir uns das trauen können. Hat jetzt alle Features, die wir brauchen. Wir erhoffen uns dann, diese neue Entities-Funktion nutzen zu können. Das
bietet sich zum Beispiel in unserem Fall an für die Abbildung von Zeitschriften und Volumes und diese Struktur eben, die wir jetzt noch nicht haben. Dann wird das möglich mit der DSpace 7 API, dass der Parser ein paar neue Features bekommen kann. Dann können wir nämlich in dem Einreichtool auch die Versionierung und Reservierung von DOIs anbieten. Das bieten wir im Moment auch schon an, ist allerdings eben so ein händischer Prozess noch in DSpace, weil die DSpace 6 API noch nicht von außen in der Form angesprochen werden kann. Eine weitere Entwicklung in dem Parser-Bereich ist, dass da jetzt aktuell eine Schnittstelle entwickelt wird zur Anbindung von weiteren Applikationen. Zum Beispiel wird damit auch die Archivierung von Inhalten aus Nextcloud heraus möglich. Die kann man dann rüberschieben in den Parser und von dort dann in DSpace einpflegen. Auf der Seite des Delivery Assistants, da geht es weiter mit der nächsthöheren Zugangsklasse, an der wir jetzt gerade noch konzeptionell arbeiten. Zugangsklasse 2, die dann etwas komplexere Genehmigungsworkflows noch involviert. Und woran wir auch schon im Moment arbeiten, ist das Angebot, dass man sich Bitstreams aus verschiedenen Items so als Bundle zusammenstellen und dann als ZIP-File downloaden kann. Das soll dann das Ganze eben noch nutzerfreundlicher machen. Ja, und auf unserer letzten Folie wollten wir uns noch bei unserem ganzen Team mal bedanken. Das sind alle die Personen, die konzeptionell an der Planung mitgearbeitet haben oder als Software-Developer. Die haben alle mitgewirkt. Ja, aber keine zu 100%, das muss man auch dazu sagen. Also ja. Team, was genau. Äquivalente hat, sondern das sind teilweise sehr, sehr kleine Stellenanteile. Ja, im ZBIT haben alle Leute viele Hüte auf. Damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und stehen natürlich für Fragen zur Verfügung. Können uns auch gerne später noch kontaktieren, per E-Mail beispielsweise, wenn Sie da später noch Fragen haben. Vielen Dank für den Vortrag. Wir kommen zu den Fragen. Sie können, wenn Sie es dagegen haben, aufgezeichnet zu werden, auch im Notfall Ihre Kamera und Ihr Mikrofon aktivieren. Ich gehe mal die Fragen im Chat kurz durch. Zunächst gab es eine Frage nach der Scientific Use License. Die ist bereits im Chat beantwortet mit der DOI, wo die Use License gefunden werden kann. Und ein Hinweis darauf, dass die Scientific Use License unter CC BY steht und gerne nachgenutzt werden kann. Es gab dann die Frage, wie Sie die Anmeldung für Zugriffsklasse 1 umsetzten. Und ich glaube, da geht es darum, was müssen die Personen, die auf diese Dokumente zugreifen, tun, um Zugriff zu bekommen und wie weisen sie den wissenschaftlichen Nutzen nach? Wolltest du das? Ja, oder? Ja, also kannst du organisatorisch beschreiben. Also wenn man als NutzerIn eben so einen Bitstream downloaden möchte, der Zugangsklasse 1 zugeordnet ist, kommt man ja dann in diese Anmeldeseite in unserem Delivery Assistant. Dort kann man sich entweder mit ORCID-ID oder dem Leibniz Psychology Account, für den man sich dann registrieren kann, anmelden. Und wir fragen dann noch so einige Infos ab, zum Beispiel, welcher Art von Institutionen sind sie zugehörig. Aber wir erfassen explizit eben keine personenbezogenen Daten da, jetzt in dem Sinne, dass man da sagen muss, von welcher Institution man ist. Und den wissenschaftlichen Nutzen, den bestätigt man dann eben, indem man diese Lizenz annimmt. Und das ist dann eben eine explizite Zustimmung zu dieser Lizenz. Und dieser Vertrag entsteht dann zwischen dem Datengeber und dem Datennehmer. Darf ich nochmal nachfragen? Gerne, Herr Sabisch. Also wie entsteht dieser Vertrag? Weil Sie müssen ja dann auch sicherstellen, dass da wirklich eine Person, als handelnde Person, die dieses wissenschaftliche Interesse hat und nicht beispielsweise ein kommerzielles, diesen Vertrag einhält. Das geht doch nur, wenn Sie irgendwie die Personendaten an irgendeiner Stelle sichern. Also
durch die Anmeldung werden natürlich die Personendaten da gesichert. Das heißt, Sie holen von ORCID irgendwelche Daten oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wenn er sich mit einer ORCID-ID einloggt, dann müssen Sie ja den Person, die hinter der ORCID-ID steht, an irgendeiner Stelle sichern, damit Sie sicherstellen, dass er dort diesen Vertrag unterschrieben hat. Also wenn er dann auch nur anklickt, das reicht ja dann. Und damit das Zeugs auch nicht kommerziell nur nutzt. Genau, ja. Wir nehmen die Daten von ORCID. Okay. Vielen Dank. Genau, also es gibt ja mehrere Wege, wie man das regeln könnte mit dieser Sicherstellung, dass diese Inhalte für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. Die eine Option wäre eben zu prüfen, hat jemand zum Beispiel eine E-Mail-Adresse von der Uni? Das ist aber ungünstig, weil sich das ja beispielsweise ändern kann oder man kann das nicht wirklich verifizieren. Und die andere Möglichkeit ist über diese Lizenz, dass wir in der Lizenz definieren, was verstehen wir unter Scientific Use. Das wurde von einem Anwalt, der sich in dem Bereich auskennt, geschrieben, diese Lizenz. Dr. Till Kreuzer von iRights Law hat das verfasst. Und dieser Lizenz und dieser Definition muss man sich dann eben verpflichten, indem man zustimmt. Und darauf kann man sich als Datengeber dann auch berufen und das eben dann verfolgen, wenn das gebrochen wird. Gut. Die nächste Frage richtet sich auf Pre-Registrations. Plant ihr Vorlagen für Pre-Registrations zu integrieren oder wird die Präregistrierung, Herbert, außerhalb ihres vom DSpace behandelt? Also über spezielle Pre-Registration-Server? Präregistrierung ist einer von unseren 20 Objekttypen, die wir haben. Also das wird im Prinzip behandelt wie jedes andere Objekttyp auch. Und genau, kann in DSpace da abgelegt und ja, also wird so abgehandelt. Danke. Wenn ihr auf DSpace 7 umsteigt, plant ihr weiter direkt auf Solr und Postgres zuzugreifen oder soll das abgelöst werden durch den Zugriff über die DSpace 7 REST API? Nee. Das soll tatsächlich dann über die REST API geschehen. Also das ist, was wir da momentan haben, ist so ein bisschen eine Krücke. Also wir haben tatsächlich eine API vor Postgres und Solr gebaut, die weitgehend DSpace 7 kompatibel ist, aber natürlich nur lesend für das Frontend. Aber wir möchten natürlich dann den kompletten Funktionsumfang von der DSpace 7 API nutzen, der uns dann auch viele Vorteile bringen wird. Also dann kann man auch Versionierung machen und diese ganzen Geschichten. Also eigentlich freuen wir uns schon drauf auf diese Möglichkeiten, die wir dann haben. Super. Wie ist die Komplexität bei der Anbindung einer externen Submission, eines externen Submission-Formulars für die Eingabe der Daten von Usern? Also wie schätzt ihr ein, die Komplexität der Umsetzung quasi eures Publikationsassistenten? Naja, das ist natürlich ein Spektrum. Das ist von, also ich denke mal jetzt rein von dem, wie soll man sagen? Also ich glaube, da drin stecken zwei Fragen eigentlich, ja, wenn wir ehrlich sind. Ja, wir benutzen ja die DSpace 6 REST API. Die bringt eigentlich alles mit, dass man solche Sachen machen kann. Man kann Items anlegen, man kann die Metadaten von Items kann man bearbeiten, man kann Sachen hochladen. Die Frage jetzt, wie komplex das ist, hängt natürlich ein bisschen von den Anforderungen ab, die man hat. Ja. Dadurch, dass wir auf Bitstream-Ebene auch Metadaten bearbeiten können und auch diese Source Policies, ist das natürlich durchaus anspruchsvoller. Es ist auch anspruchsvoll, weil wir gleichzeitig verschiedene Bündel zusammenstellen können aus verschiedenen Datentypen. Aber ich sag mal, um jetzt ein einfaches Formular zu bauen, um Daten nach DSpace über die REST API hochzuschieben, das ist, glaube ich, auch für einen jetzt kein Superstar-Programmierer, ist sowas auch in einer
vernünftigen Zeit umsetzbar, beispielsweise mit PHP oder ähnlichem. Also das denke ich, geht schon. Es kommt halt immer darauf an, welche Features man tatsächlich da rein haben möchte. Ich meine, wir haben dann noch die zusätzliche Anbindung an dieses Keyclock, Single Sign-On-System, was auch eine weitere Komplexität ist. Aber ich denke mal, das ist recht gut machbar und auch die API sind auch recht gut dokumentiert. Da kommt man schon relativ schnell zum Ziel. Stellt ihr den Quellcode eurer eigenen Entwicklung irgendwo bereit? Ja, da sind wir am Überlegen, ob wir das prinzipiell möchten wir das machen. Der Punkt ist ein bisschen, um das bereitzustellen, muss man natürlich auch wieder einiges an Zeit investieren, dass das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll nachvollziehbar ist. Und da wissen wir auch nicht so, ob das jetzt irgendwas ist, was wirklich viele Leute interessiert, was schon eine sehr spezialisierte Lösung ist. Wenn uns jemand anspricht und das haben möchte, der bekommt das natürlich auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Wir wissen halt eben noch nicht, ob wir das Repository öffentlich machen. Also wie gesagt, da müssen wir noch einiges an Zeit reinstecken. Die ist leider im Magnum. Das geht uns allen so. Herzlichen Dank für euren Vortrag, für das Update zu Psyche Archives. Glückwunsch zum Online-Bringen der neuen Oberfläche. Sieht wirklich schön aus. Ich habe nebenbei noch mal reingeschaut. Gefällt mir sehr gut. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Danke.